Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate. Nach langer Zeit fange ich nun wieder an Syndicate zu spielen. Ich brauchte davon mal eine Pause und habe zwischendurch Assassin's Creed Rogue gespielt. Das habe ich mittlerweile auch durch. Aber hier bei Syndicate fehlt mir noch richtig viel. Und zwar fehlen mir noch die ganzen Kriminalfälle von den Groschenromanen. Uns fehlt noch die Victoria, Queen Victoria Questreihe, die Dulep Singh DLC-Reihe von dem Mararacha. Dann fehlt noch der Erste Weltkrieg, da gibt es auch ein London-Gebiet für. Und uns fehlt noch Jack the Ripper. Also noch ganz viel Inhalte, obwohl ich das Spiel so schon durch habe. Wir werden also in Zukunft die ganzen Nebenaktivitäten machen und fangen heute mal mit einem Groschenroman an. Aber davon machen wir natürlich nicht alle in Zukunft, das wären ein paar viele. Warum dürfen wir uns nicht ein paar Blighters vor? Na, jetzt haben wir hier noch was geschenkt bekommen. Und ein Fall von doppelzüngiger Brautwerbung fangen wir jetzt an. Klären Sie den verblüffenden Mord an einer Frau in einem öffentlichen Park. Im nächsten Let's Play machen wir dann wieder eine andere Mission, da machen wir keine Kriminalfälle mehr. Eine Tragödie im Park. Eine neue Chance, ein diabolisches Rätsel zu lösen. Noch eins, aus dem ich einen Groschenroman für Purlock Publishing machen kann. Die Groschenromane waren früher nur für die PlayStation gedacht. Die sind mittlerweile auch für PC verfügbar, kosten nochmal so irgendwie 2,99 oder so im Ubisoft. Ist also ein DLC, der relativ spät dazugekommen ist. Und jetzt sind wir hier auch im Untersuchungsgebiet und können hier nach einem Mord schauen. Erstmal nach der Leiche an sich. Die ist hier an dem Baum. Ja. Und mehr sieht man auch nicht. Schauen wir uns mal genauer an. Muss man noch näher für an, glaube ich. Na, jetzt geht's. Inspizieren. Eine junge Frau, die anhand ihrer Papiere identifiziert wurde. Es wurde mehrmals auf besonders gewalttätige Weise auf sie eingestochen. Die Wunden weisen auf einen Linkshänder als Täter hin. Dann wissen wir schon mal, das war ein brutaler Linkshänder. Und hier haben wir noch weitere Hinweise. Noch drei Stück müssen wir gucken. Der Park, ein Paket. Ein kleines Papierpaket mit Medizin in Pulverform mit dem Stempeldatum Dr. Ich frag mich, Trevor ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Jo, der Dr. Trevor, den müssen wir uns dann wohl mal genauer vornehmen. Theoretisch könnte er es ja jetzt schon gewesen sein. Eine Verabredung um 10 Uhr mit Trevor. Mittags dann mit Gilbert. Die Adresse ist auf der Rückseite. Darüber herausfinden. Also Gilbert und Trevor. Schon zwei Verdächtige. Wer könnte es sein? Uns fehlt noch ein Hinweis. Aha, hier liegt noch was. Ein blutverschmiertes Messer. Okay. Mehr wissen wir jetzt erstmal nicht. Dann gehen wir doch zuerst mal zum Doktor. Da haben wir ja das Rezept gefunden und vielleicht wissen wir dann auch schon wieder was mehr. Das ist eben seine Praxis, die können wir dann auch untersuchen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich die andere Adresse. Boah, was machen die hier? Die streiten sich ohne Ende. Nee, die tanzen. Was machen sie denn jetzt? Die hier tanzen. Ich glaube, die anderen haben sich gestritten. So, ist sehr lebendig London, muss man sagen. Also Syndicate gefällt mir echt gut. Ist nur zu sehr viel in der Stadt. Wäre gut, wenn es noch mehr nach außen ginge. Dr. Altens Praxis. Notiz des Doktors. Liebe Miss Knight, ich bitte Sie, die Rezepte für Mr. Shelby zurückzuhalten. Okay. Das war jetzt ein rechtshändiges Schreiben. Der Mörder ist Linkshänder. Ihre Ermordung tut mir aufrichtig leid. Sie war zwar Patientin hier, kam aber immer öfter einfach so mal vorbei. Also sie hat sich mit Dr. Elton im Park getroffen, ja? Ich habe immer gedacht, sie wäre mit einem anderen verlobt. Meiner Meinung nach könnte der Doktor eine bessere Partie landen. Vielleicht klappt es ja jetzt. Aha, sie kam immer öfter und hat einen Verlobten. Aber scheint wohl auch öfter mit dem Doktor zu tun gehabt zu haben. Der Doktor war's. Vielleicht. Erstmal ihn hier fragen. Ich kenne keinen von Dr. Altons anderen Patienten.
Okay, das ist jetzt dieser Mr. Shelby. Da ging es gerade um die Medizin, die für ihn zurückgehalten wurde. Jo, und er kennt keinen anderen Patienten. Mehr sagt uns das jetzt noch nicht. Also theoretisch könnte es auch dieser Mr. Shelby sein, wenn er irgendwie durchgedreht ist oder so. Könnte aber auch noch Gilbert sein. Das wird dann der Verlobte wohl gewesen sein. Mrs. Brown suchte mich wegen schwerer Angstzustände bezüglich ihrer kürzlichen Verlobung auf. Dies ist zwar kein medizinisches Problem, aber ich habe ihr trotzdem ein mildes Sedativum verordnet. Allerdings hat sie seitdem... Okay. Ja. Mildes Sedativum, Angstzustände, verhängnisvolle Beziehung, rechtshändiges Schreiben vom Doktor. Was haben wir hier? Shelbys Patientenakte, seit er diese Behandlung bekommt, hat Mr. Shelby seine lähmende Schüchternheit mit erstaunlichem Erfolg überwunden. Wegen der Wirkung derselben Medizin auf Mr. Baxter fühle ich mich allerdings verpflichtet, die Behandlung von Mr. Shelby abzubrechen. Also, die Medizin scheint Schüchternheit zu unterdrücken. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Ja, und jetzt gibt es einen Mr. Shelby, einen Mr. Baxter, den Doktor und den Verlobten. Oh Gott, 4 Leute, die es jetzt sein könnten. Es wird doch ein bisschen unübersichtlich. Und ihr seht schon, sowas dauert relativ lange, das alles nachzuvollziehen. Deshalb ist das das einzige Let's Play in der nächsten Zeit mit den Groschenromanen. Oh mein Gott, Prudence! Wie furchtbar! Ich wollte um ihre Hand anhalten, aber ich verstehe es nicht. Wir hatten keine Verabredung für heute. Es stimmt, wir haben uns manchmal im Park getroffen. Aber für heute war kein Treffen geplant. Das ist in der Tat sehr seltsam. Prudence war meine Patientin, doch diese Arznei habe ich ihr nie verschrieben. Es gibt keinen Grund, warum sie sie dabei haben sollte. Er war nicht im Park, sagt er. Aber im Tagebuch stand drin, er wäre im Park gewesen. Das widerspricht sich schon mal so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Persönliche Notiz. Doktor, ich hoffe, dass unsere berufliche Beziehung ein engeres Verhältnis nicht ausschließt. Hochachtungsvoll, Miss Claire Knight. Jetzt kommt noch eine Frau ins Spiel. So viele Informationen. Baxter scheint geradezu abhängig von der Behandlung zu sein. Er konsumiert weit mehr als die vorgeschriebene Dosis und fordert immer mehr. Außerdem ist er besorgniserregend aggressiv geworden, so sehr, dass er mich sogar körperlich angegriffen hat. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Baxter ist also aggressiver geworden und will immer mehr von der Behandlung und hat wohl jemand verletzt. Ein unglücklicher Zwischenfall. Ein Patient bekam einen Erregungszustand. Genau, der Baxter. Sie haben doch sicher Verständnis, dass ich Ihnen nichts über den Zustand meiner Patienten sagen kann. Ja, aber wir haben es ja soweit schon mal mitbekommen. Also, hier gibt es einen Patient, der ziemlich aggressiv ist. Und den müssen wir jetzt erstmal finden. Mr. Shelby scheint schüchtern zu sein, unten, der da unten stand. Und jetzt ein bisschen fitter mit der Medizin. Mr. Baxter scheint ein bisschen zu heftig fit zu sein damit. Ich bin ziemlich aufgebracht deswegen. Die Wirkung war einfach unglaublich. Ich war ein ganz neuer Mann. Viel energischer und extrovertierter. Aber dann hat der Doktor die Behandlung ganz plötzlich und grundlos abgebrochen. Also eine aufputschende Medizin, würde ich sagen. Ah, sie hat auch noch was Neues. Offenbar hat Mr. Baxter den Doktor gestern angegriffen. Das war nach der Arbeit, aber der Doktor hat einen Schnitt auf der Wange. Der Arme. Dr. Elton macht Hausbesuche bei ihm. Baxter kommt nicht zu uns in die Praxis. Ich schreibe die Rezepte und er holt sie sich mittags ab, wenn ich beim Essen bin. Okay, sie hat noch nie diesen Baxter gesehen. Das ist also ein unbekannter Patient. Der kommt mittags, wenn sie nicht da ist, und dann kriegt er sein Rezept. Gut, könnte auch Baxter sein, der diese Frau jetzt umgebracht hat. Weil der ist ja auch aggressiv, den sieht sie nie. Also im Moment weist alles auf diesen Baxter hin. Und nun gehen wir noch zu Gilberts Haus, also zum Haus des Verlobten von der ermordeten Dame. Und hier sind wir auch schon.
die sind hier schwer am Putzen. Und da scheint auch schon Gilbert zu sein. Was hast du für eine Entschuldigung? Prudence und ich sind verlobt und wollen heiraten. Ich muss sie unbedingt sehen. Sie sollte jeden Moment hier sein. Sie wollte mir etwas Wichtiges sagen. Ich habe Angst, dass sie die Verlobung aufheben will. Prudence war ziemlich distanziert in letzter Zeit. Ich schätze, sie hat ihren Doktor angehimmelt, diesen schweren Hütter. Ich wäre ein viel besserer Ehemann und die Hochzeit ist schon geplant. Also, er hätte als Motiv die Eifersucht, weil Prudence scheint wohl die Verlobung lösen zu wollen und Trevor zu nehmen. Ja, da war doch ziemlich viel mit dem Doktor zugange im Moment. Jetzt wird's wirklich schwierig. Der Doktor, der Verlobte oder Baxter? Einer von den dreien. Oder Dr. Mr. Shelby? Naja. Brief von Prudence, lieber Gilbert, ich muss dir etwas äußerst Dringliches mitteilen. Ich melde mich morgen gegen Mittag bei dir. Bitte, lieber Gilbert, was auch immer ich dir zu sagen habe, du musst wissen, dass ich immer größte Hochachtung vor dir... Ja, das ist der klare Brief von wegen, ich werde mich von dir trennen, wir treffen uns im Park. Jo, also, könnte es auch er gewesen sein, wenn es mittags war? Davor war der Doktor, der Trevor, da. Der sagt, er wäre nicht da gewesen. Vielleicht war zwischendurch Baxter da. Wir wissen noch immer nicht mehr. Aber jetzt könnten wir langsam zum Punkt kommen. Es gibt nämlich noch einen Punkt, wo wir hin müssen. Zu Prudence House. Das habe ich jetzt mal schnell gekürzt. Und da sind wir auch schon. Hier müsste man theoretisch irgendwo rein können. Scheint da oben irgendwie zu sein. Aber ich gehe mal von unten rein. Zwei Hinweise, eine Verdächtige. Bis jetzt sehe ich noch keine Verdächtige hier. Hier geht's ins Haus. Oh, hier ist aber viel los. Ah, das scheint das Haus aber nicht zu sein. Das scheint nur eine Wohnung in dem Haus. Also müssen wir wohl in eine andere Wohnung rein. Ja, ich würde sagen, ich muss noch was höher. Genau. Da oben scheint es reinzugehen. Gehen wir hier mal ganz nach altem Assassin's Creed-Stil manuell hoch, ohne diesen Haken. Ja, jetzt sind wir da. Und der nächste Hinweis. Einige Einträge stechen hervor. Ich schätze Gilbert wirklich sehr, doch ich kann mir einfach keine Heirat mit all ihren Folgen vorstellen. Okay, die würden sich auf jeden Fall trennen. Oh, was für eine stürmische Nacht. Der schüchterne Dr. Trevor Alton zeigt überraschende Qualitäten. Wir haben uns zufällig im Park getroffen und dort begann er mit einer Intensität und Leidenschaft zu mir zu sprechen, die mich magisch anzog. Bald schon raubten mir seine heißen Küsse den Atem. Kann es sein, dass ich endlich die wahre Liebe gefunden habe? Und was wird dann aus meiner Verlobung? Tjo, das wird dann wohl nix. Meine Gefühle für Trevor, kommen mir komisch vor. Ihn jetzt noch Dr. Alton zu nennen, sind so stark wie zuvor. Doch beschleiche mich Zweifel. Er ist launig geworden, beinahe gequält. Er klagt über seine experimentelle Behandlung und seine Patienten. Ich sagte ihm, dass ich vorhabe, mich von Gilbert zu trennen. Trevor und ich werden uns heute Morgen im Park treffen. Ob mir ein Antrag bevorsteht? Okay. Er spricht von einer experimentellen Behandlung, wie es aussieht von sich selber. Der Doktor nimmt vielleicht ein Medikament? Nicht abgeschickter Brief an Dr. Alton. Liebster Trevor, ich muss dir erzählen, dass heute Abend etwas Beunruhigendes geschehen ist. Nach unserem Tete-a-Tete im Park ging ich heimwärts. Und dabei, mein Liebster, war ich im Gedanken nur bei dir. Doch dann erschien eine junge Frau und begann mich auf offener Straße zu beschimpfen. Sie hörte nicht auf, Beleidigungen und schändliche Anspielungen bezüglich eines Mannes namens Baxter zu brüllen. Ist das nicht der Patient, mit dem du so viel Ärger hast? Okay, eine Frau, die mit Baxter zusammen ist, macht die Frau an, die mit Trevor auf einmal zusammen ist. Und Baxter hat man nie gesehen, kriegt das aggressiv machende Medikament und der Doktor verschreibt es. Sehr, sehr mysteriös.
Sie hat meinen Mann im Park geküsst. Ich hab's gesehen. Ich folgte ihr bis in diese Straße. Dann verlor ich sie. Wenn es sein muss, komme ich jeden Tag wieder, bis ich sie kriege. Entweder lässt dieses Flittchen ihn in Ruhe, oder ich verpasse ihr eine. Er gehört mir, sage ich. Alle Mädchen wollen ein Stück von Baxter. Aber sie kriegen ihn nicht. Fragen Sie ihn doch selbst. Er wohnt gleich dort hinten. Also das war doch jetzt eine ganz klare Aussage, oder? Also, sie hat meinen Mann geküsst und mir gehört Baxter. Sie hat den Trevor aber geküsst. Und sie denkt, Trevor ist Baxter. Ich würde sagen, das geht so in Richtung Mr. Jekyll und Dr. Hyde. Oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder so. Wie ging das nochmal? Der Doktor, der dann irgendwann zum Monster wurde. Das hat irgendwie eine Anspielung dazu. Und jetzt kriegen wir auch noch Baxters Haus als Infoquelle. Ja, vielleicht war es der Doktor. Außer es gibt jetzt wirklich einen Baxter. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Zerknüllte Papiere. Ich bekomme immer, was ich will. Das steht mir zu. Geschrieben von einem Linkshänder. Mhm. Also Baxter ist Linkshänder und der scheint der Mörder zu sein. So, zerknüllte, sie bedeutet dir doch nichts. Du bist ein Monster, das ich selbst erschaffen habe. Geschrieben von einem Rechtshänder. Mhm. Gleiches Haus, zwei verschiedene Links- und Rechtshänder. Das Monster, was ich erschaffen habe. Sie will ihre Verlobung auflösen, wegen dir. Das habe ich nie, das lasse ich nicht zu. Ich werde sie selbst heiraten. Auf diese Weise bleibt sie wenigstens eine respektable Frau. Das scheint der Doktor zu sein. Rechtshänder. Linkshänder, Rechtshänder. Dein Leben kann ich nicht auslöschen, also lösche ich das ihre aus. Geschrieben von einem Linkshänder. Ha, jetzt wird's klar. Dein Leben kann ich nicht auslöschen, ja klar, weil es der Doktor ist. Also kann Baxter nicht Trevor auslöschen. Ja, der Doktor war's. Es gibt keinen Baxter. Du bist nichts als eine Bürde für mich. Eine erbärmliche und wehleidige Bürde. Na, ist nicht schlecht gemacht. Also, jetzt dürfte es auf jeden Fall klar sein, der Doktor war's. Viele leere Papierpäckchen, in ihnen befinden sich Rückstände eines Pulvers. Genau, der Doktor nimmt sich selbst das Pulver. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Ja, vielleicht können wir noch den einen oder anderen fragen, aber es ist eigentlich gelöst und hier ist auch das Messer, was fehlt. Damit wurde sie ja umgebracht. Also Baxters Haus ist des Doktors Haus. Das ist für mich jetzt ganz klar. Und Mr. Shelby war es dann nicht und der Verlobte dann wohl auch nicht. Ob es denn jetzt wirklich war, das müssen wir natürlich noch klären. Na, hier nochmal den Verlobten fragen. Von dem habe ich noch nie gehört. Jo, der kennt Baxter gar nicht, also der hat wirklich überhaupt nichts mit dem Ganzen zu tun. Der wird einfach nur sitzen gelassen und damit ist das Thema für ihn durch. Also sehr unwichtig. Und da vorne ist jetzt wieder die Praxis vom Doktor. Da kann ich noch mit jemandem sprechen. Ja, wer ist denn jetzt noch verdächtig? Oder mit wem kann ich denn jetzt noch sprechen? Ich würde sagen, mit dem Doktor selber. Und der ist ja oben. So, und zack. Na? Ich glaube, ich muss noch eine Etage höher. Ah ne, da ist er. Hä? Mit dem kann ich gar nicht reden. Die können dich schon beschuldigen. Tue ich jetzt aber nicht. Ich will noch kurz mit denen reden, die hier noch Zusatzinformationen für mich haben. Hier auch nicht. Ach, die waren ja ganz unten, genau. Die Sekretärin. Und Mr. Shelby. Diese Medizin wurde von Dr. Elton speziell für einen unserer Patienten entwickelt, Mr. Shelby. Aber er gab sie auch einem anderen Patienten. Ja, das haben wir ja jetzt auch rausgefunden. Und der andere Patient war wohl er selbst. Okay, mehr Informationen kriegen wir nicht. Wir können das Ganze aufklären. Mr. Shelby hat es genommen. Und ist ganz... Ich kenne keinen von Dr. Altons anderen Patienten. Und ist ganz fit dadurch geworden. Der Verlobte hat nichts gemacht. Die Freundin, die Lulu, die hat nur gesehen, wie Trevor oder Baxter Prudence küsst. Und er war es jetzt auch. Hoffe ich doch.
Wer sonst? Oh Gott, es stinkt. Ich konnte nichts dagegen tun. Das Pulver hat diese Kreatur in mir geweckt. Sie hat die unschuldige Prudence verführt und dann umgebracht, damit wir nicht heiraten müssen. Es ist so, so fürchterlich. Ich wusste, dass mit der Medizin was nicht stimmt, verstand es aber erst nach dem Fund der Papiere. Gut gemacht. Und hier jetzt nochmal die Zusammenfassung für euch. Die könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen. Und damit würde ich sagen, habe ich Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelöst. Jedenfalls kam es mir fast so vor. Die ganzen, ja, ich sag mal Morde, die hier so stattfinden bei den Groschenromanen, hat man schon mal gehört. Also viele davon scheinen bekannte Märchen oder bekannte Krimis zu sein. Aber wenn es euch jetzt wirklich gefallen hat, dann mache ich natürlich noch mehr davon. Dann lasst mir ein Like und ein Abo. Ansonsten würde ich diese Groschenromane, wie gesagt, nicht mehr weiter nachvollziehen, weil es sind noch so viele Missionen von, oh ja, von so vielen Leuten da. Königin Victoria, von Jack the Ripper, von dem Maharaja und so weiter und so fort. Mir hat das super gefallen jetzt hier. Ich mag gerne diese Kriminalfälle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo. Würde mich total freuen. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Macht's gut. Bye bye.